Guten Abend. Bitte, mein Herr. Guten Tag. Kann ich ein Zimmer haben, bitte? Ein Zimmer? Einen Augenblick, bitte. Verzeihen Sie, Herr Seehase. Ein alleinstehender Herr, ganz ohne Gepäck. Tja, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie kein Gepäck, mein Herr? Gepäck? Es wird mir vom Bahnhof nachgebracht. Tja, so wird's wohl sein. Nummer 7. Nummer 7, jawohl, ja. Nicht doch. Darf ich bitten, mein Herr? Das Gepäck kommt später. Noch einen Wunsch, Herr? Nein. Das Formular, bitte. Name, Vorname, Beruf. Ist das die Stadt, die er vor 13 Jahren verließ? Nur Verachtung im Herzen. Manchmal in diesen 13 Jahren träumte er, dass er wieder daheim sei in diesem wunderlich würdigen und urvertrauten Beieinander von Giebeln, Türmen und zugigen Plätzen. Die wache Gegenwart ist nicht anders. Sie ist genau wie eines dieser Traumgespinste, von denen man sich fragt, ob dies Trug oder Wirklichkeit sei. Notgedrungen und mit Überzeugung entscheidet man sich für das Letztere, um dennoch am Ende zu erwachen. Doch still. Still und kein Wort. Worte.
Guten Tag, mein Herr. Ich bin fremd. Ich besichtige die Stadt. Dies ist also die Volksbibliothek. Würden Sie erlauben, dass ich mich ein bisschen umsehe? Gerne. Gewiss. Das steht jedermann frei. Wollen Sie sich nur umsehen? Ist Ihnen ein Katalog gefällig? Nein, danke. Ich finde mich schon zurecht. Das sind sehr schöne Räume. Ist die Bibliothek schon lange hier? Ja, seit einem Jahrzehnt und mehr. Ja, das Haus gehörte früher einer Familie der Stadt. Der Familie des Konsul Kröger. Erstaunlich. Dann wurde es verkauft. Nach dem Tod des alten Herrn Konsul. Ja, die Witwe verließ die Stadt und verkaufte das Haus. Jetzt haben wir hier fast 20.000 Bücher. Interessant. Danke sehr. Bitte sehr, mein Herr. Nein, danke. Ich möchte kein Obst. Dann geh jetzt auf dein Zimmer. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Du bist sicher, dass er diese Verse selbst geschrieben hat? Es war natürlich töricht von ihm, es auch während des Unterrichts zu tun, aber wahrscheinlich war es ihm langweilig. Töricht? Langweilig? Ich verstehe dich nicht. Ich finde es höchst ausschweifend und eine befremdende Beschäftigung für einen 14-Jährigen, Verse zu machen. Er zieht sich den Unwillen seiner Lehrer zu und wird zum Gespött seiner Mitschüler. Daraus macht er sich nichts mehr, Gott sei Dank. Sie haben ihn lange genug seines Namens wegen verspottet. Sei nicht bekümmert, dass er auch mein Sohn ist. Er respektiert deinen Zorn und findet es selbst ungehörig zu dichten. So, tut er das. Das will ich auch für ihn hoffen. Schließlich sind wir keine Zigeuner im grünen Wagen. Hier stand sein Schreibtisch. In ihm verwahrte er seine ersten Gedichte an Ingeborg. Hier war ein Schlafzimmer. Hier ist sein Vater gestorben. Seine Mutter, seine schöne, feurige Mutter, die so wunderbar den Flügel und die Laute spielte, und der alles ganz einerlei war, vermählte sich nach Jahresfrist aufs Neue. Und zwar mit einem Musiker, einem Virtuosen mit italienischem Namen, dem sie in blaue Fernen folgte. Musik.
Eine wirklich ausgezeichnete Sammlung. Sehr übersichtlich. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Adieu. Guten Abend, ich reise weiter nach Kopenhagen. Wenn ich mich recht erinnere, fährt ein Schiff um 9 Uhr ab. Lassen Sie bitte mein Gepäck herunterbringen und die Rechnung fertig machen. Was ist, haben Sie mich nicht verstanden? Nein, nein, mein Herr. Das heißt, ich habe Sie natürlich verstanden. Herr Seehase, der Besitzer des Hotels, ersucht Sie um eine Unterredung. Es ist nur eine Formalität. Zwei Worte. Darf ich bitten? Kommen aus München? Ja. Und reisen nach Kopenhagen? Ja, also nicht genau nach Kopenhagen, nach Aalsgaard. Das ist ein Badeort. Ein Badeort? Tja. Wie ist Ihr Name? Mein Name? Tonio Kröger. Was haben Sie für einen Beruf? Schriftsteller. Tja, so wird's wohl sein. Können Sie beweisen, dass Sie nicht identisch sind mit einem Individuum namens Alexander Astor de Baulien, von unbekannten Eltern und ohne festen Wohnsitz? Dieses Individuum wird wegen Betruges und anderer Verbrechen von der Münchner Polizei gesucht. Zufällig reist er aber auch nach Dänemark. Wir wissen zwar nicht, ob er in einem Badeort reisen will, aber nach Dänemark, das wissen wir. Nun? Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Das glaube ich Ihnen gern. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ich fürchte, dass ich keine Papiere habe. Ich habe alles in München gelassen. Und für Dänemark braucht man keinen Pass, wie Sie wissen. Es tut mir leid. Wirklich kein Ausweis? Ja, das ist aber merkwürdig. Das ist nur eine Formalität. Der Herr Wachtmeister tut ja nur seine Pflicht. Wenn Sie jedoch Ihre Identität nachweisen könnten, Sie sind in Lübeck geboren. Ja. Haben Sie Verwandte hier? Jemand, der für Sie gut sagen könnte. Kröger ist ein bekannter Name. Ja. Vielleicht. Zeigen Sie mal, was haben Sie denn da in der Brieftasche? Hier? Nichts. Briefe, Geld. Ja, und das? Bitte lassen Sie das, das sind Korrekturfahnen. Korrekturfahnen, lassen Sie sehen. Sie erschloss ihm der Menschenseele und seine eigene, machte ihn hellsehend und zeigte ihm das Innere der Welt und alles Letzte, was hinter den Worten und Taten ist. Was er aber sah, war dies. Komik und Elend, Komik und Elend. Sehen Sie, darunter steht mein Name. Das habe ich geschrieben. Eine Erzählung, die jetzt veröffentlicht wird. Verstehen Sie? Das genügt. Das muss genügen, Herr Pearson. Wir können den Herrn nicht weiter aufhalten. Er will ja weiterreisen. Bitte sehr. Ich bitte Sie, mein Herr, diese kleine Störung zu entschuldigen. Wie gesagt, der Herr Wachtmeister tat ja nur seine Pflicht. Aber wir haben ja gesehen, dass er auf einer falschen Spur war. Wirklich? Ja, aber die Papiere. Also, Pedersen, ich garantiere Ihnen für den Herrn, dieser Herr ist nicht der Betrüger, den Sie suchen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise, mein Herr. Komik und Elend. Die Sterne. Gott, sehen sich doch bloß die Sterne an. Da stehen sie und glitzern.
Es ist, weiß Gott, der ganze Himmel voll. Und nun bitte ich Sie, wenn man da hinaufsieht und bedenkt, dass viele davon noch 100-mal größer sein sollen als die Erde, wie wird einem dazu Sinn? Wir Menschen haben den Telegrafen erfunden und das Telefon und so viele Errungenschaften der Neuzeit. Ja, das haben wir. Aber wenn wir da hinaufsehen, müssen wir doch erkennen und verstehen, dass wir im Grunde nur Gewürm sind. Elendes Gewürm und nichts weiter. Habe ich recht oder habe ich Unrecht, Herr? Ja, ja. Ja, wir sind Gewürm. Es ist ohne Zweifel eine jener Stimmungen, in denen man Dinge sagt, die man sonst schwerlich über die Lippen bringt. Richtig, Herr. In solchen Stunden verwünschte man sich, was man dichten könnte. So ein tiefes Erlebnis zu beschreiben. Aber ich bin ja Kaufmann vom Beruf, da hat man das ja nicht nötig. Sind Sie beruflich unterwegs? Nein, ich mache Urlaub. Sollst ein bisschen mit dem Steamer nach Kopenhagen fahren, denke ich. Ja, das sehe ich nun. Und so weit ist ja auch alles ganz schön. Aber das mit den Hummeromeletten, das war nicht richtig. Das sollen Sie sehen, denn die Nacht wird stürmisch. Das hat der Kapitän selbst gesagt. Und dann mit so einem unbekömmlichen Essen im Magen, da ist das kein Spaß. Sie hatten aber auch einen gesegneten Appetit. Ist ja am Fahrpreis inbegriffen. Man ist wohl überhaupt zu schwer hier oben. Das macht faul und wehmütig. Wehmütig? Sie sind wohl fremd hierher. Ja, ich komme von weit her. Aber Sie haben recht. Sie haben weiß Gott recht, was Sie da von wehmütig sagen. Ich bin eigentlich immer wehmütig. Besonders an solchen Abenden wie heute. Wenn die Sterne am Himmel stehen. Fahren Sie auch nach Kopenhagen? Nein, ich fahre weiter nach Alsgaard. Das ist ja nördlich von Helsinki. Ja. Ja. Sehr munter ist es ja da eigentlich auch nicht.